Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Starfield. Ja, ich wollte noch irgendwas erkunden, aber ich finde es nicht. Etwas haben wir noch nicht erkundet. Dieser Steinhaufen, Kreaturenhaufen. Nein, irgendwo in der Ferne gab es noch was, was wir nicht erkundet hatten. Kanarienohr? Wieso Kanarienohr? Da ist die Fabrik. Verlassene Kryoanlage, da waren wir. Aber irgendwo waren wir noch nicht. Auf der anderen Seite war noch was. Das leere Nest. Unser Schiff. Unbekannt, genau da wollen wir hin. Was geht's? Das hatten wir noch nicht. Und natürlich, dass wir den Scanner ein bisschen an. Ja, das wird das letzte Erforschen auch hier sein. Dann werden wir nach Market City zurückkehren. Um den Rangern beizutreten. Man hat mir gesagt, ich soll ruhig das machen. Man würde dann etwas bekommen als Belohnung. Oh Gott, kommen wir nicht den Berg hoch, bitte. Okay, wo ist grün ist, kommen wir hoch. Ja, deswegen machen wir auch die Ranger noch. Und dann fliegen zwischendurch noch zu Lodge. Ich weiß nicht, wie lange das alles dauern wird. Da müssen wir hin. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind wir nicht überladen. Wir können ja eigentlich hier runter, ne? So. Hast du solche Geräusche? Okay. Wir haben hier Ressourcen 6 von 6. Aber Fauna. Was meint ihr damit? Müssen wir noch scannen oder? Was hat das damit auf sich? Da hinten müssen wir hin. Und da drüben ist dann auch gleich unser Schiff irgendwo. Ich habe keine Ahnung. Heißt das, wir sollen Fauna dann... Also Ressourcen einsammeln? Aber ich habe doch schon. Hier. Uch. Nee, Fauna ist Natur. Ach, da. Da ist noch etwas. Okay, jetzt wird gescannt. Ja, ich scanne doch schon die ganze Zeit, mein Lieber. Hoch. Was war das denn für ein Hänger? Naja, es gab ja auch ein Update, ne? Nvidia. Nvidia hat ein Update gehabt. Also es scheint wieder so eine große Anlage zu sein. Feinde oder Freunde, das werden wir dann sehen. Lass uns überraschen. Ja, Aluminium haben wir genug. Okay, neue Tiere. Echt Krangorn. Können die böse werden? Ich glaube schon. Ne? Ja.
Ich habe ich schon. Also weiter. Ich habe meinen Weg verloren. Gibt es da hinten noch was? Was ist denn jetzt mein Wegpunkt? Da. In falsche Richtung. Geht's noch? Ja, es ist ein wildes Unterfangen, die Planeten zu erkunden. Aber mir macht's Spaß. Auch wenn man ein bisschen länger braucht. Hm? Ich dachte, wäre was. Ah, Kobalt. Nein, ich nehme nichts mehr. Oh, da ist noch was Blaues. Auf so einem Planeten habe ich mal einen Außenposten errichtet. So, ist Asche auch fertig? Noch ein unbekannter Ort. Da hinten. Ich dachte, das wäre der letzte gewesen. Das ist wieder so eine Farm, ne? Also Freunde, keine Feinde. Gut. Denen gehört auch das Raumschiff. Na, ob die irgendwas hier haben zu sagen? Hilfe bei irgendetwas? Irgendjemand überhaupt da? Scheint keiner da zu sein. Ich nehme mal ein Medikit mit. Dietrich. Ach, Grindel brauche ich nicht. Antimikrobell. Ach, nimm mal mit. Keine Ahnung, ist keiner da. Ne, ist keiner da. Ah, vielleicht da. Also, schickes Häuschen. Roboter. Experte. Ah, vielen Dank für den Tipp. Ich muss da das nächste Mal drauf achten. Bei Sicherheit ist das Schlösserknacken. Ist keiner da. Kann wieder gehen. Oh, ich habe 2 Skillpunkte. Bei Technologie oder Sicherheit. Entsperren. Dann habe ich noch einen Punkt. Logistik würde ich ja gerne machen. Gesperrt. Alle wird um 10% erhöht.
20 plus 3. Ja. Fliegen. Oder Zielsteuerungssystem. Wieso kann ich da nicht noch eins reinmachen? Muss ich erst 5 Schlösser knacken. Ich behalte mal den Punkt. Ah, den kann ich jetzt knacken. Der könnte dahin. Der könnte dahin eventuell. Aber es sieht mir eher aus, als müsste. Nein. Der nicht. Oh, sind jetzt. Der könnte dahin. Irgendwo und das auch irgendwo. Also gut. Fangen wir mal an. Eventuell. Es könnte aber auch der sein. Nein. Aber der. Du hast recht, dann. Lickhaus. Händchen für diese Schlösser. Also, Lerning-Schlösser können wir knacken. Vielen Dank, Richie, für den Tipp. Der war nötig. Der war wirklich nötig. Das ist eigentlich das Erste, was man hier machen muss. Also noch 4 Schlösser, kann ich das wohl weiter. Das ist Experte, da kommen wir nicht rein. Kommst hier nicht rein. Ja. Okay. Aber auf jeden Fall. Aber wo sind die denn alle? Ich habe keinen gesehen. Wo gehört denn dann das Schiff? Vanguard Raptor. Das ist ja auch mein Ding. Ich habe Angst, wenn ich reingehe, dass wir dann Ärger kriegen. Ich gehe aber mal rein. Ach komm, lass. Ja, lassen wir. Okay, da war jetzt aber noch ein Punkt. Ascha, ungescannt. Unbekannt da. Eine Höhle. Wieso waren wir dann da nicht? Okay. Ist tatsächlich keiner da. Oh. Ich muss mich noch scannen. Der Scanner, der beste Freund der Constellation. Ja. Ich habe mich noch nicht gescannt. Ich auch noch nicht. Sag mal, habt ihr gekämpft oder was? Brauchst du abhauen? So. Ein Skillpunkt verfügbar. Sehr schön. Sind da Leute? Ist auch kein Mensch. Schwebt was in der Luft.
Schiss hier. Okay, weiter. Fauna, 2/10. Wieso 2/10? Ich habe doch schon alles soweit gescannt. Gibt es noch mehr Tiere hier? Okay, ich muss die Sachen fertig haben auf 100%, aber zum größten Teil habe ich ja. Die Pflanzen habe ich alle. Tiere habe ich soweit auch. Außer Riesendino. Nein, das. Steck weg. Oh nein. Ich will noch nicht bauen. Das ist nicht meine Gegend hier. Wir suchen uns aber auch den nächsten Mal einen Planeten. Das ist auch noch so ein Ding. Also wie gesagt, das ist. Sich alle noch scannen hier. Jetzt wird's spaßig. Wollt ihr euch nur scannen? Was? Ich will auch kein Foto. Okay, machen wir ein Foto. Wie? Einfach Helm ein, aus, nein, Menü, fotografieren. So. Okay, darf ich jetzt... Sollte man nicht blöd kommen. Wie vom Erdboden verschluckt. Nee, da ist es. Was kann ich nicht dich verstecken? Lass es. Okay. Das ist eine Höhle, aber da waren wir doch schon drin. Von dahin. Wieso habe ich die dann vorher noch nie gesehen? Keine Ahnung. Komm schon, Junge. Ist das auch wieder eine Farm? Also das verstehe ich noch nicht, so mit Fauna 2/10. Also, okay, von denen muss ich noch ein, zwei finden zum Scannen. Und von einem großen Moosfresser irgendwie. Nie, was man findet. Das yes. Ist. Ach. Was ist? Als du kurz weg warst, blieb mir das Herz stehen. Ganz ehrlich. Zum Glück war es nur ein Moment. Ja, alles ist. Ja, ich war auch fertig. Ja. Okay.
Gebäude. Ob da wieder hier Piraten Kokage drin sind. Was ist denn da gesprungen? Bestimmt schon so ein Asch, oder wie heißt. Da ist auch keiner. Verlassenes Treibstoffdepot. Die expandieren wohl gerade. Lass mal expandieren. Ich nehme. Nee, Alien Vernehmung möchte ich nicht. Aber die Credits nehme ich mit. Treibstoffdepot. Schon klar, dass das solche sind. Geht's schon wieder rund. Haben die auch ein Schiff? Bescheid. Okay, er ist in mir. Eine Xenoraupe. Ich will kein Foto machen. Willst du das selber nutzen oder verkaufen? Verkaufen. Okay, also es gibt doch kleine Viecher. Sozusagen. War nicht so ein Krach, wir sind hier nicht alleine. Und wo macht noch wer Krach? Naja, okay. Dann gehen wir doch mal da rein. Blöd Vieh. Hab ich nicht gesehen. Das sind gute Schleicher, wirklich. Beinahe wäre mir so ein Vieh zum zweiten Mal zum Verhängnis geworden. So, jetzt aber. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ein paar kleine Piratenschweinchen. Ich muss sagen, mit der bin ich am Schießen, mit der Grindel, ne? Herrlich, ganz wie früher. Ja,
da muss ich ja doch mal. So, komm raus. Okay. Greif zu. Ja, ich brauche Munition. Wer weiß, wie das hier noch alles so abläuft. Gehen wir mal hier entlang. Haben wir hier auch einen erschossen gehabt. Delgados Direktive. Jacke arbeiten, ja, kannst mal. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Es sind wieder zu viele Wege. Ich bin schon wieder überfordert. Ah ja, von... Wie gehen wir nach oben? Bessere Übersicht vielleicht. Aber waren das nur die zwei oder was? Das kann man so... Sam. Okay, ein Schloss knacken. Das nicht, dann schauen wir das uns mal an. Auch nicht. Das könnte gehen. Und das. Ja. Das und dann das. Okay. Ein Maßband brauche ich. Wohltätigkeit in einem gottlosen Universum. Band 4 oder 6. Also, Amelia Sang. Von den 5 Generationen für unsere Siedlung hatte die Kirche meiner Familie nur einen zurückgelassen. Doch da ihn niemand reparieren konnte, gab es häufig Ausfälle. 9 Monate nach dem Aufbruch der Kirche stand es schlecht um unsere Siedlung. Mit der Gemeinde verschwanden auch die Credits, sodass keine Händler mehr kamen. Wir rationierten die verbleibende Nahrung, doch das half nicht lange. Wer fliehen konnte, hatte den Planeten längst verlassen. Wir standen vor dem Kollaps. Doch dann geschah es. Das erste Schiff traf nachts ein. Die gesamte Siedlung wurde aufgeschreckt. Seit Monaten hatte es keinen Besucher gegeben. Ein paar Dutzend von uns schlugen sich im Dunkeln bis zum Raumhafen durch. Dort sahen wir ein großes, altes Schiff. Auf einer Seite war ein goldenes Symbol gemalt. 6 Hände, die einen Planeten umschlossen. In der Landebucht stand ein Mann. Hallo, ich bin Dr. Divan. Wir gehören zu den Aufgeklärten. Wir haben gehört, dass eure Siedlung in Schwierigkeiten steckt. Ich drängte mich durch die Menge nach vorne. Unser Generator ist kaputt. Wir haben noch für eine Woche recyceltes Wasser. Könnt ihr ihn reparieren? Wir können euren Recycler an unser Schiff anschließen. Dann kümmern wir uns um die Reparatur. Hey, rief jemand aus der Menge. Gehört ihr zu irgendeiner Kirche? Der Mann stutzte und lachte. Nein, rief er. Wir sind das genaue Gegenteil.
In den nächsten Tagen trafen weitere Schiffe der Aufgeklärten ein. Die Crew gab uns Nahrung und stellte unsere Energieversorgung wieder her. Und sie blieben. Durch Dr. Devan erfuhren wir, dass die Aufgeklärten sich atheistische Humanisten nennen. Sie begeben sich an Orte in der Galaxie, an denen Hilfe gebraucht wird, ohne Götter. Meinte er, haben wir nur noch uns selbst. Die Aufgeklärten ließen sich auf dem Gelände der alten Kirche nieder und lehrten uns, wie man überlebt, kocht und die technischen Geräte der Kolonie repariert. Sie liehen uns Kredits, um Vorräte zu kaufen. Ein halbes Jahr später funktionierte unsere Siedlung ohne fremde Hilfe. Schließlich brachen die Aufgeklärten wieder auf, doch diesmal brach ich mit auf, als neues Mitglied ihrer Gruppe. Ich hatte endlich einen echten Lebenssinn gefunden, ein Ethos, das mich ganz erfüllte. Es gibt keine Götter, kein himmlisches Wesen wird uns retten. Die Fähigkeit der Menschen zur Empathie und Hilfsbereitschaft ist die größte Hoffnung, im Weltall zu überleben. Die Menschheit muss sich selbst retten. Okay, jetzt habe ich es eingepackt. Schmugglerware. Entsperren. Schwarzmarkt-Antiquitäten. Ja, ist auch Schmugglerware. Ich nehme keine Schmugglerware mit im Moment. Es sei denn, ich habe irgendwo einen Außenposten. Obwohl. Da müssten wir zu Arkham City laufen. Ich überlege es mir noch. Weil wir sind ja schon auf dem Planeten. Penicillin. Okay. Oh. Das könnte dahin. Das könnte aber auch. Das könnte dahin oder dahin. Oha. Ich würde sagen, das. 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 Na, zurück, zurück. Das. Katsching. Katschinga, Katschinga. Ja. Oh. Kein Schiff in Sicht. Schade. Kein Schiff. Nun denn. Gibt es hier sonst was? Teilchenzünder. Ganz schön beeindruckend. Penicillin. Okay. Vielleicht erhöhte Resistenz gegen Schaden und verbesserte Sauerstoff. Oh, okay. Schrapnellgranate, Spitamine kannst du behalten. Penicillin. Warum kriegen wir so viel Munition? Und Medikamente. Oh, oh, oh. Du! Willst du das bei mir? Legst dich mit der. Ich hole Hilfe! Hab noch. Das wird schon. Kann ich dir helfen? Bring dir jetzt mal Manieren bei. Und der ist schon tot. Insektkasten. Gut. Tja, hier ist niemand mehr. Ach doch, bestimmt. Ja, der ist festgebackt. Der ist, lassen wir mal.
hat die Zimmons Alarm geschlagen? Hm. Okay. Hier waren wir schon drin, ja. Dann sind wir so hier rüber. Haben uns gewundert. Was gibt es noch hier? Wo? Na, du verdammtes! Fall auch nicht runter! Ach, Minno. Wo bist du hingefallen? Ich dich nicht. Oh, ich hänge jetzt. Psst. Auch fest, wollte ich schon sagen. So. Bloß nichts vergeuden. Nein. Ja, der ist verbuggt. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn von seinem Leiden erlösen kann. Das hat auch nicht geholfen. Der ist aber auch nicht angreifbar mehr. Okay, was habt ihr hier Schönes? Uch. Splittergranate. Nimmst du bitte die Sachen? Ich will nicht auf dem Stuhl. Da ist noch was drinne. Was ist denn da drinne? Verdammte Axt. Mehr Munition. Na, viel Spaß beim Rumbacken. Aber ich nehme erstmal die wieder. Man weiß ja nie. Ich weiß, rennen wie eine Bekloppte hier rum. Deswegen bin ich jetzt auch den Part, bevor ihr euch wieder da aufregen tut. Toter. Dann du nur noch. Warte mal, wie ist das? Ihr habt ja ein paar Granaten hier. Du, gib Ruhe da unten. Stirb. Ich muss dich leider fertig machen. So. Wir müssen uns mal ein bisschen heilen. Das mag ich am liebsten. Ja? Freut mich. Der hat ein höheres Level wahrscheinlich.
Deswegen so gut. Da kommt das Blut in Wallung, hä? Wo ist er denn hin? Oh, komm schon. Da. Okay. Ey! Ach! So einer kommt da auch noch an. Wartet, ich komme vorbei. Heute ist nicht dein Tag. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da. Okay, da oben ist auch einer. Schieße in die Füße. So, dich haben wir. Irgendwo da. Komm. Noch zwei gibt es. Na komm. Na. Bleibst du wohl stehen? Hallo. Wo ist der hin? Okay. Aber nett hier. Maßband. Eine Hydraulikkammer brauchen wir nicht. Gut. Sollen wir mal rübergehen? Aber ihr Lieben. Grausam, aber es gehört dazu. Reden. Oh, der springt bestimmt. Oh ne, geht nicht. Ich dachte, vielleicht kann man den anschmeißen. Ja, einer ist da runtergefallen, da springe ich jetzt nicht runter. Kommen wir zum Schluss. Mal vorbeigehen. Ja, Lieben, also ich würde sagen, ich meine diesen Part. Pull, ja, okay, irgendwas. Keine Piraten, nehmen wir mal. Kredits, nehmen wir das. Okay. Kartusche. Warum nicht? Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part, ja, machen wir hier weiter. Bis dahin. Adios.